So, also da gibt es diese herrliche Geschichte in der Bibel von Jakob und seinem Bruder Esau. Das sind die Söhne von Isaak. Und als dessen Frau mit Jakob und Esau schwanger ist, da ist eine Menge los in ihrem Bauch. Und Gott sagt ihr, ja, das ist, weil... Zwei Völker sind in deinem Leib, zwei Stämme trennen sich schon in deinem Schoß. Ein Stamm ist dem anderen überlegen, der Ältere muss dem Jüngeren dienen. Naja, und die kommen dann irgendwann zur Welt. Zuerst kommt der Esau. Esau heißt der Behaarte. Ein kräftiger, behaarter Junge kam daraus. Und an dessen Ferse hing Jakob, sein Bruder. Sein geringfügig jüngerer Bruder Jakob. Jakob heißt der Fersenhalter. Oder Betrüger im Hebräischen. Sehr spannend. Also der faule Jakob hängt sich an die Ferse seines Bruders und auf diese Art und Weise kommt er zur Welt. So geht's schon direkt los. Und nun ist Esau, der Ältere, ein tatkräftiger Bursche, der immer wieder rausgeht, zur Jagd geht. Während Jakob, das ist eher so der Denker, der Philosoph, man könnte auch sagen Faule und Betrüger, denn er sitzt eigentlich immer nur zu Hause und überlegt sich mit seinem intelligenten Geist, wie er von der Arbeit seines Bruders profitieren könnte, also wie er einfach eher ohne irgendetwas zu tun zu Macht kommt. Naja, und da er ja so viel klüger ist als sein älterer Bruder, kommt es eines Tages zu der Situation, wo der Esau nach Hause kommt, müde, müde von der Jagd. Und Jakob hat gerade was zu essen gekocht. Und Esau sagt, das riecht ja so gut und ich bin so hungrig. Darf ich was von deinem Essen haben? Jakob sagt, gar kein Problem. Du kannst mein Essen haben, wenn du dafür deine Erstgeborenenrechte an mich abtrittst. Erstgeborenenrechte gegen Teller Linsensuppe klingt nach einem schlechten Deal. Aber weil ja nun mal der Esau so ein vertrauenswürdiger, lieber tatkräftiger Typ ist, und nicht an das Böse im Menschen glaubt und gar nicht weit darüber nachdenkt, sagt er einfach nur, was ist denn ein Erstgeborenenrecht gegen eine warme Mahlzeit für einen hungrigen Magen? Jakob erwiderte, schwör mir jetzt sofort. Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Darauf gab Jakob dem Esau Brot und Linsengemüse. Er aß und trank, stand auf und ging seines Weges. Was ist denn ein Erstgeborenenrecht gegen eine warme Mahlzeit für einen hungrigen Magen? Das ist übrigens eine spannende Frage, über die man philosophisch ruhig mal ein paar Stunden nachdenken kann. Um das Ganze offiziell zu machen, als Isaak, der Vater, irgendwann im Sterben liegt, da ist er schon, da kann er kaum mehr sehen, er ist schon so gut wie blind und er muss jetzt quasi den Segen über seinen Erstgeborenen aussprechen, um ihm alle Macht, die Herrschaft zu übergeben. Sein Lieblingssohn ist der ältere Esau, der Tatkräftige, dem er auch zutraut, dass er die Aufgabe zu herrschen mit Geschick und Kraft angehen wird. Die Mutter ist mehr ein Fan vom denkenden Jakob. Und so hilft sie ihm bei einem kleinen Betrug, nimmt die Felle des Bruders Esaus und stülpt sie Jakob über, damit der Vater denken soll, es riecht nach Esau, und schiebt den Jungen ans Sterbebett des Vaters, wo dieser ihm den Segen ausspricht. Bist du mein Sohn Esau? Er antwortete, ja, ich bin's. Er erkannte ihn nicht, und so segnete er ihn. Isaak roch den Duft seiner Kleider. Er segnete ihn und sagte, ja, mein Sohn duftet wie das Feld, das der Herr gesegnet hat. Gott gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde viel Korn und Most. Dienen sollen dir die Völker, Stämme sich vor dir niederwerfen, Herr sollst du über deine Brüder sein, die Söhne deiner Mutter sollen dir huldigen. Verflucht, wer dich verflucht, gesegnet, wer dich segnet.
Als nun Isaak den Segen über Jakob vollendet hatte und Jakob kaum hinausgegangen war von seinem Vater Isaak, da kam Esau, sein Bruder, von seiner Jagd und machte auch ein Essen und trug's hinein zu seinem Vater und sprach zu ihm: Richte dich auf, mein Vater, und iss von dem Wildbret deines Sohnes, das mich deine Seele segne. Da antwortete ihm Isaak, sein Vater: Wer bist du? Er sprach: Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen sehr und sprach: Wer? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat, und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet? Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen sehr betrübt und sprach zu seinem Vater: Segne mich auch, mein Vater. Er aber sprach: Dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er: Er heißt mit Recht Jakob, denn er hat mich nun zweimal überlistet. Ne, Jakob, Betrug. Meine Erstgeburt hat er genommen, und siehe, nun nimmt er auch noch meinen Segen. Und er sprach: Hast du mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm: Ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt, und alle seine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nur dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater: Hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Da antwortete Isaak, sein Vater: Fern vom Fett der Erde musst du wohnen, fern vom Tau des Himmels. Von deinem Schwert wirst du leben. Deinem Bruder wirst du dienen, doch hältst du durch, so streifst du ab sein Joch von deinem Nacken.